Ja, also, ich habe gerade Video gemacht und da habe ich Scheiße geredet. Logische Scheiße. Ich bin aber selber drauf gekommen. Ich habe nochmal drüber nachgedacht und das ist so schwerwiegend, da muss ich was machen. Ich muss das Video, das letzte Video hier löschen. Aber Achtung! Ich werde das Video wieder hochladen. Das Video hier, das muss ich löschen. Das muss ich löschen. Das haben jetzt einen Haufen Leute schon gesehen. Aber ich werde es wieder hochladen. Ich werde das Video verfügbar machen, aber über dieses Video, das ich jetzt hier mache. Also, das wird jetzt ein bisschen verschachtelt. Ich werde es auf nicht gelistet stellen, so dass man, wenn man dieses Video hier sieht, das wird jetzt ein kurzes Video. Dieses Video, wenn ich dieses Video oder vielleicht noch innerhalb diesem Video mache ich das andere Video, lösche ich das andere Video sogar. Und dann lade ich das Video, aber das gelöschte Video wieder hoch, dass es einen anderen Link hat. Und diesen Link mache ich dann auf nicht gelistet. Das findet dann, damit ist sichergestellt, dass man das Video nur dann findet, wenn man zuerst diese Korrektur, die ich jetzt hier einbringe, sage. Ich habe mich beim Thema Blutmond und so weiter total, es ist gerade das Gegenteil. Ich habe da etwas, weil während einer, ich rede von einer, also jetzt Anfang April gibt es eine Sonnenfinsternis und da gibt's nicht sofort gleichzeitig den Blutmond, weil der Blutmond ist gerade das Gegenteil. Der Blutmond ist bei Vollmond. Also ich habe hier was total verwechselt und mich total blamiert. Ja, also das muss man sagen, das ist die totale Blamage, das ist der totale Blödsinn, was ich da geredet habe. Ja, ich halte nicht das Video insgesamt halte ich jetzt nicht für Blödsinn, aber das ist an einer Stelle so großer Blödsinn, das kann man nicht so einfach. Ich hoffe, das reicht aus, wenn ich es praktisch so mit diesem Umweg mache. Es ist so, da bin ich jetzt wirklich selber drauf gekommen. Es kann aber natürlich auch sein, es hat mir jemand noch diesen Hinweis gemacht. Jetzt mache ich Folgendes. Jetzt schaue ich mal bei die Kommentare. Also nochmal, das ist jetzt wirklich ärgerlich. Das ist jetzt das ist sowieso ein grenzwertiges Video und dann noch so einen Bock. Schaut euch an, ich habe jetzt hier gerade, ja, das sind 130 Leute in der Stunde, schauen sich diesen Scheiß an, den ich gerade gesagt habe. Nein, das ist ja nicht das ganze Video ein Scheiß, aber es hat diese eine überaus für mich blamable Sache, wo ich einfach total die Gegebenheiten, was ist jetzt ein Blutmond, was ist jetzt eine Sonnenfinsternis und also wirklich da rede ich Scheiße. Und jetzt schaue ich mal auf die Kommentare. Hat jetzt jemand einen Kommentar gemacht? So. Okay, da einer. Okay, also der hat, das sind jetzt die aktuellen Kommentare. Du jetzt einfach mal. Freischalten, also
Bis jetzt hat jetzt nicht jemand einen Hinweis gemacht diesbezüglich. Also ich habe es selber gemerkt, aber ich muss drauf reagieren und das ist jetzt ein bisschen schwierig. Okay. Also schaut euch an. Ich gehe jetzt her und lösche dieses Video. Wie gesagt, das sind Leute, die schauen sich das gerade mittendrin an. Aber es geht halt jetzt gerade nicht anders. Ich muss dieses Video löschen. Schaut es euch nochmal gut an. So. Beziehungsweise ich muss es eben nochmal hochladen. Eine große Sonnenfinsternis. So. Dann muss ich jetzt hier ein Dings bringen. Sorry, ich muss dieses Video nochmal neu hochladen, sage ich dann. Mache ich eine Überschrift und so, okay. Und sag dann was Besonderes, und zwar Moment. Genau, jetzt mache ich hier einen Screenshot. Und sage dann, sorry, ich muss dieses Video nochmal hochladen. So. Und dann ist es einfach, jetzt hier mal zurück. Sorry. Sorry, ich muss hier was neu hochladen. Muss Bemerkungen machen und mich korrigieren. Ja, ich lasse das jetzt. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was da jetzt rauskommt. Weil das ja, was soll man sagen? Also, es geht in dem Video anfangs um den Fall Romberg und dann mache ich aber allgemeine Aussagen, dann kommen religiöse Aussagen und im Zuge der religiösen Aussagen, die eigentlich für sich so ich so stehen lasse, ist mir noch eine etwas Auffälliges aufgefallen. Also das an dem Datum, wo ich jetzt
erkannt habe, dass da der wahre Jahresanfang ist, da ist jetzt auch noch die große Sonnenfinsternis in den USA. Und da habe ich mich an eine Bibelstelle erinnert, die davon redet, dass sich die Sonne verfinstert. Aber auch der Mond blutrot wird. Ja. Und das Dumme an der Sache ist eben, dass ich jetzt das einfach die Zusammenhänge bei Sonnenfinsternis und bei Blutmond total durcheinander gebracht habe. Während einer Sonnenfinsternis ist eigentlich das Gegenteil vom Blutmond. Ich habe so getan, als ob immer eine Sonnenfinsternis einhergeht mit einem Blutmond. Und das ist Blödsinn. Und diese Aussage ist so großer Blödsinn, dass sie eigentlich ein sonst brauchbares Video mir einfach zerreißt irgendwie. Ich kann's so, es ist zwar nur ein Teil dieses Videos, aber es ist zu lächerlich, zu dumm. Ich kann's so nicht stehen lassen. So. Also, jetzt muss ich daran irgendwie, ich will das Video eigentlich nicht völlig löschen, aber okay, das wird jetzt das neue Artikelbild, das neue Bild da am Video, so. Gut, und wie ich da jetzt am besten damit umgehe, das ist jetzt eben die Frage. Also jetzt, ich schaue jetzt nochmal Blut, Mond bei Blutmond bei Sonnenfinsternis. Das habe ich, so habe ich gesagt. Und das, also kann es gleichzeitig einen Blutmond und einen Sonnenfinsternis geben. Das ist jetzt die Antwort. Kann es gleichzeitig einen Blutmond und eine Sonnenfinsternis geben? Blutmond ist gleich Mondfinsternis. Das gibt es nur bei Vollmond. Sonnenfinsternis gibt es nur bei Neumond. Dazwischen liegen mindestens 2 Wochen. Das ist jetzt der Zusammenhang. Und jetzt ist die Frage, wie bin ich jetzt drauf? Also das ist die richtige Antwort und das habe ich in meinem Video falsch dargestellt. Das ist ja auch mit Mondfinsternis, das ist ja auch irreführend, weil ja, ich sag mal, Mondfinsternis, dass man den Mond nicht sieht, so. Aber gleichzeitig findet das ja bei Vollmond statt, weil, man könnte, bei Neumond, da sieht man den Mond auch nicht, aber da sieht man halt einfach nicht. Aber bei Vollmond, kommt es manchmal vor, dass er eben während Vollmond ist, dann der Mond doch kurze Zeit verdeckt wird von der Erde und da in dem Übergang, da wird er dann rot. Also das ist alles ein bisschen, ich will jetzt einfach noch kurz nachvollziehen, wie bin ich da drauf gekommen,
Und nicht, dass es halt mal. Ja. Nee. 14. März 2025 wäre dann die nächste, wäre dann der Blutmond erst, ja. Also ja, das sieht man es auch nochmal. Blutmond ist, wenn die Erde da dazwischen ist. Und genau. Ja, also, da habe ich Scheiße geredet. Selber gemerkt, aber eben ein Video rausgehauen, das jetzt viele Leute sehen. Und ja, das ist, weil ich habe da so eine Bibelstelle zitiert, wo von der Sonnenfinsternis und von Blutmond die Rede ist. Und ich habe das dann falsch in den falschen Zusammenhang gestellt. Gut, ich habe sowieso gesagt, dass die eigentliche Bedeutung dieser besagten Bibelstelle dass das sowieso nicht, also die Sonne wurde schwarz wie ein Trauergewand und der ganze Mond wurde wie Blut. Die Sterne des Himmels fielen herab auf die Erde. Da wird eine bestimmte Situation in der Zukunft beschrieben, meiner Meinung nach bei der Entrückung. Und ich habe sowieso gesagt, dass das ja jetzt nicht zutrifft. Ich habe nur gedacht, dass jetzt etwas Ähnliches praktisch, eben ohne das, dass die Sterne vom Himmel fallen und so weiter, dass eine ähnliche Situation auftritt, aber das ist ja sachlich falsch. Das, was wir jetzt hier haben werden, um den 8. bei diesem Neumond, das hat nichts mit einem Blutmond zu tun. Deshalb ist das einfach falsch. Das ist einfach falsch, was ich da gesagt habe. Scheiße. Also das hier jetzt gerade würde ich mir gerne ersparen, dieses Video. Und diese Korrektur. Aber ich kann das so nicht stehen lassen. Das ist zu blamabel. Und man könnte sagen, könnte man es, ob man es nur mit einer
mit einer Korrekturansage oder so, mit einem Kommentar, mit einem Dings. Aber das erscheint mir irgendwie zu schwach. Ich muss das noch deutlicher irgendwie machen. Das Video ist an der Stelle, wo ich da diese Geschichte mit Sonnenfinsternis und Blutmond was erkläre, ist einfach totaler Quatsch. Das kann ich, da muss ich was, da muss ich jetzt einfach durch. Also, das heißt, ich werde jetzt dieses Video löschen. Muss ich mal, oder mache ich? Oder mache ich es anders? Dass ich hier ein Dings mache. Moment. Ich muss dieses Video ich muss Folgendes. Den Link gibt es unter okay, also, das ist vielleicht die richtige Vorgehensweise. Ich muss folgendes Video in erheblichem Umfang korrigieren. Deshalb lösche ich es.
So, dann mache ich einen Pfeil. Und den mache ich auch dick. Und jetzt rahme ich das ein. Und dann frage ich mich, ja, ob das das Video jetzt, ja, ob ich mich ärgern soll über diese Zeitverschwendung. Aber so ist jetzt halt gekommen. Ich könnte sie ja auch ganz löschen, aber ich denke, das Video hat seine Berechtigung, aber ich kann es nicht einfach stehen lassen. So, denke ich, kann man es lassen. Das heißt, wer das Video irgendwie angefangen hat oder sich dafür interessiert, der findet dieses Video später. In der Videobeschreibung des laufenden Videos, das Video, was ich gerade mache. Da kommt später ein Link in die Videobeschreibung und dort kann man dieses alte, andere Video, das vorherige, wieder sehen. Aber jetzt, im ersten Moment, muss ich es, jetzt schaue ich nochmal, wie viele Leute das schon gesehen haben. Nach kurzer Zeit haben das 155 Aufrufe schon. Weil eben wieder was von Rebecca Reusch drin steht im Titel. Und das muss ich jetzt löschen. So. Und das mache ich jetzt hier. Und ich gehe hierher. Endgültig löschen. Und den Leuten gefällt's teilweise. Weil ja, ist ja nicht alles Müll, ist ja nur diese, aber diese eine Sache, die ist einfach zu gravierend. Das ist zu gravierend. Manchmal kannst du auch etwas korrigieren, indem du noch was in die Beschreibung bringst, aber das erscheint mir zu gravierender Blödsinn. Nicht, dass das das ganze Religiöse, was ich da gebracht habe, aber ich hab in meine religiösen, mit meinen religiösen Aussagen einen fachlichen, sachlichen, wissenschaftlichen, naturwissenschaftlichen Blödsinn verknüpft. Und es ist nicht so, dass es irgendwie beweist, dass ich auch im religiösen Bereich nur Blödsinn labere. Ich habe einfach gedacht, da ist noch eine Auffälligkeit. Nee, also das, was ich hier im religiösen Bereich gesagt habe, das hat so seine Bedeutung. Und dann habe ich einfach nur gedacht, auch wenn es nicht jetzt diese Sache noch mit dieser Entrückung, wenn das nicht der Fall ist, aber es ist auffällig, dass jetzt auch diese Zeichen dann am Himmel so ähnlich wieder auftauchen. Vielleicht macht es Gott eben öfters, auch in dem Fall sowas Ähnliches. Nur fällt hier einfach diese Geschichte mit dem Blutmond einfach völlig weg. Das war eine Schnapsidee von mir. Das war eine Verwechslung. Also alles andere behält so seinen Sinn und so weiter, aber das war einfach Blödsinn und zu großer Blödsinn, um es einfach so stehen zu lassen. Okay, das heißt,
was hat man gesagt? Eher endgültig löschen. Endgültig löschen. Mir ist bewusst, dass dieser Vorgang nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Okay. Weil, wenn ich's... Ich könnte es auch jetzt nur auf Dings machen, auf... Ich könnte es nur auf nicht gelistet machen. Dann haben aber viele Leute diesen Link schon bekommen. Meine ganzen Abonnenten haben das irgendwie bekommen. Und für die ist das nicht mehr rückgängig zu machen. Also die haben das, die sind schon auf das gestoßen so. Und merken das dann gar nicht. Wenn es wirklich nicht gelistet ist und man erst dieses Video mit der ganzen Erklärung hier jetzt gerade ansehen muss, damit man zu dem Link dort kommt, dann ist es einfach etwas anders, wie wenn es schon mal rausgegangen ist und die Leute alle diesen Link schon bekommen haben mit der Benachrichtigung über das neue Video. Und wenn ich dann Nachträgliches auf nicht gelistet mache, dann ist es nicht der gleiche Effekt. Das heißt, ich muss es jetzt löschen. Endgültig löschen und jetzt ist es weg. Zack. Jetzt ist es weg. So. Und wie gesagt, wo ist denn jetzt ein Video? Da ist zum Beispiel, da sieht man nicht gelistet, manchmal habe ich so Videos, die sind nicht öffentlich bisher. Oder nur wenn man den Link genau hat dazu. Ja, also. Okay. Gut. Das Video spricht so für sich selber. Es ist nur, dass ich in dem Bereich, wo ich sage, mit einer Sonnenfinsternis geht immer ein Blutmond einher oder sowas. Das ist Bullshit, das ist Dummheit. Das ist lächerlich. Und das muss ich einfach korrigieren. Aber es kann gut sein. Das Video enthält aus meiner Sicht wichtige Sachen, auf die ich durchaus nochmal eingehe. Also ich will das jetzt nicht pauschal verstecken. Ich will das einfach, ja, ich könnte natürlich das jetzt vorm Hochladen auch rausschneiden. Vielleicht mache ich es aber so. Ich lade es hoch und schneide es dann, weil, ja, ich kenne das. Aber ich habe jetzt gerade kein Videoschneidprogramm zur Verfügung hier. Weil sie mir ja den guten PC geklaut haben, wo ich die Sachen mit dem ich geschnitten habe. Ich kann es jetzt, ich könnte mir da jetzt was besorgen, aber das Programm, was ich mit dem ich gearbeitet habe, das ist weg. Jetzt müsste ich mich irgendwie in ein anderes kostenloses Programm einarbeiten, aber das ist jetzt gerade, könnte ich es auch hochladen, nicht gelistet und dann bei YouTube, wenn es hochgeladen ist, einen Teil rausschneiden. Das muss ich jetzt noch überlegen, ob ich es hochlade, nur mit der Vorbemerkung und dann aber der ganze Bereich mit dem Blödsinn da drin ist oder ob ich dann den Blödsinn rausschneide. Also wenn ich jetzt das andere Video hochlade und dort irgendwie eine Stelle hat, wo man denkt, da fehlt irgendwas oder da ist geschnitten worden, dann kann sein, dass ich, wenn ich einen Bereich finde, der sich gut eignet zum Schneiden, dann schneide ich es vielleicht raus, aber es kann sein, dass ich
so viel sinnvolle Sachen gesagt habe, die ich gar nicht verlieren will, und es einfach an mehrere Stellen eben, ja, dass es unpraktikabel ist, es wirklich völlig rauszuschneiden, und dann ich einfach den Blödsinn stehen lasse und ihn nur erkläre, ja. Ja, das würde jetzt auch manche Leute überfordern, was ich da jetzt hier gerade mache, aber ist halt so. Okay. Gut. Ich glaube, so lasse ich es jetzt mal stehen. Auch wieder 35 Minuten. Ja, es ist, wie es ist.